Auf den ersten Blick sollte man doch erstmal denken, das passt eigentlich ganz gut. Haben Sie einen Erklärungsansatz, warum der FC Inter in Deutsch so anhaltend unbeliebt ist? Da fehlen mir die Worte, wenn ich das höre. Wir machen im Prinzip, wir sind anti-gar nichts, wir sind einfach pro den Themen, die sich auch jeder Linke stellen sollte, nämlich Integration. Wir machen nichts anderes. Ja? Wir haben nur junge Spieler, davon heute glaube ich 7 U21-Spieler, die in Leipzig geboren sind oder in den nächsten 30 Kilometern. Ich verstehe nicht, warum Roman mit der Art, wie wir Fußball spielen, mit den Abgängen, die wir haben, die gehen weg, weil sie wollen, dass mehr Geld verdienen. Und ich kenne die Leutscher Tugenden von früher noch und da war das nicht so. Das tut mir leid, da kann ich auch mal so sagen, da war das nicht so. Da war jeder willkommen hier. Aber wenn es offene Kriege auf dem Platz gab, dann war das rein sportlich, aber da blieb es verbal unter der Gürtellinie. Und was ich mir 90 Minuten anhöre, ich kann das wegstecken, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist ein 20-Jähriger, der aus Zypern kommt und der wird nur angemacht. Das gehört sich nicht. Und das glaube ich, das wissen auch ganz viele hier im Raum, dass das überhaupt nicht zum Sport gehört und schon gar nicht zu Chemie Leipzig. Und das möchte ich mal sagen. Ich habe hier auch ein halbes Jahr gespielt, ich habe nicht einen Pfennig verdient hier, das war jetzt zur Zeit der Insolvenz. Und ich habe immer das Gefühl, als wenn ich mich rechtfertigen müsste. Wissen Sie was, es gibt so viele Gründe, warum wir einen Verein gegründet haben. Der erste war der, dass wir nicht jammern wollten, oh, die machen das so, die machen, wir wollten es selber machen. Wir wollten selber beweisen, dass wir es nach unseren Regeln machen. Das habt ihr auch gemacht. Und wir uns gehört derselbe Respekt, den wir für euch haben. Weil ihr entwickelt euch toll, ihr habt eine wunderbare Fanbase, ihr habt auch ganz viele tolle Zuschauer hier. Ihr spielt einen tollen Fußball, ihr habt ganz viele Spieler, die hier in Sachsen groß geworden sind beim FC Sachsen. Und ich finde, dass die beiden Vereine, von unserer Seite war da eh nicht was, wir haben die gleichen Aufgaben zu bewerkstelligen. Und ich würde mich freuen, wenn das auch honoriert würde von den Leuten. Und nochmal was, die CG-Gruppe, unser Hauptsponsor, die kam erst ein halbes Jahr, nachdem es den Verein gab. Die war von Anfang an nie dabei, die war nie in irgendeiner Gründung. Die hat uns gerettet, weil die Idioten im Garten einen Verein gegründet haben. Und Wolfgang Tiefensee, der ist doch, man hat doch mit Sport nichts zu tun. Der macht bei uns die ganze Schirme für das Soziale. Wir stehen in der Eisenbahnstraße, da sind Kinder, die wollen sich aber auch nicht haben, liebe Antifa. Die wollen sich aber auch nicht haben. Und die haben, wir müssen Woche für Woche rufen mich andere Leute an, immer wieder die Kleinen, die machen Mist, die beleidigen Schiedsrichter und wir stellen uns den Themen. Und wir sind gegen gar nichts, wir sind für die Kinder. Und dafür kämpfe ich und dafür kämpfen Tiefensee, dafür kämpfen unsere Hauptsponsor und wir müssen auch aufhören, gegeneinander zu sein. Und auf dem Platz muss es knallen, aber nachher sollen wir Bier zusammen trinken, sowas doch verlaufen. Das ist meine Einschätzung.